TV Straßensound. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu TV Straßensound. Heute aus Düsseldorf mit Farid Bang und seinem wunderschönen Lamborghini Urus. Ganz genau. Der Wagen ist auch besser bekannt als der Schenkelspreizer. Ich verstehe das Handwerk. Ich habe Gangster-Rap in Deutschland mit erfunden. Ist ja auch nicht weg. Jedes Wort. Lang nicht mehr gespielt. Komm, wir haben noch ein paar Features. Falls ihr das seht, Farid Bang ist der Ghostwriter von Flair. Jetzt wisst ihr das. Ja, die Felgen, die habe ich angepasst an meinem Penisdurchmesser. Das ist mir Kollege schon öfters gezeigt und ich habe es ihnen auch damals bewiesen bei diesen ganzen Bushido Beat, dass da irgendjemand irgendwann mal drauf reactet. Okay. Wir machen JPG 4 und Chef San Diego ist da. Ja. Meine realsten Freunde sind Capo und Haft. Mit dem Rabattcode Farid Bang und TV Straßensound kriegt ihr bei Lamborghini Hausverbot. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu TV Straßensound. Heute aus Düsseldorf mit Farid Bang und seinem wunderschönen Lamborghini Urus. Ganz genau. Wir machen heute mal so eine gefälschte Grip-Folge à la TV Straßensound. Der Wagen ist auch besser bekannt als der Schenkelspreizer. Ach, Schenkelspreizer. So ist sein Spitzname. Wie sieht die Abschleppquote mit diesem Auto aus? Also ich sag mal 110%. Das heißt, dass auch wenn du zwei Frauen siehst, dass du dann beide abschleppst, deswegen über 100%. Also. Deswegen auch der viertürige Lamborghini. Ganz wenn ich richtig, auf den Zweisitzer passen nicht zwei drauf. Passt auch nicht und du weißt ja, ich sag mal so, ich sitze wirklich im Durchschnitt mehr hinten bzw. liege als vorne. Okay, wie hoch ist die innere Mordrate, wenn du mit diesem Auto irgendwo angefahren kommst? Also sagen wir mal so, mit dem Wagen, ich sag Hand mal, aufs Herz, so. Wirklich, ich glaube, ein paar Düsseldorfer, wenn die diesen Wagen sehen, ne, ich bin ja, ich sag dir ehrlich, weil hier sind viele Leasing-Fahrzeuge unterwegs in Düsseldorf. Ja. Und wenn hier mal ein selbst gekaufter Wagen ist, da werden auf jeden Fall einige sehr, sehr krass sterben. Und deswegen habe ich ja auch so eine kleine Challenge gemacht. Ja, du hast deinen Fahrzeugschein, hast du genau, postet eure Fahrzeugscheine. Und da hat man dann weniger Fahrzeugscheine gesehen, als du beispielsweise jetzt Luxuskarossen hier in Düsseldorf siehst, von dem einen oder anderen, Proleten. Okay, sehr schön. Auf jeden Fall ein kleiner Steuertipp an alle Leute, die sich ein teures Auto leasen wollen. Einfach mal ein Elektro- oder ein Hybridfahrzeug nehmen, hinten mit dem E-Kennzeichen, dann müsst ihr nur noch 0,5 versteuern. So schaut's aus, meine lieben Freunde. Also ihr seht, auch bei TV Straßensound, da wird euch auch geholfen, wie ihr weiter antäuschen könnt. Also aber ich bin heute hier, um das zu unterbinden. Also macht mir keinen Vorwurf, wenn ihr nächste Zeit dauernd mit einem E-Kennzeichen seht. Ihr wisst, warum ich es gemacht habe. Okay, Alter, erzähl uns mal ein bisschen was zu dem Auto. Was sind das für heftige Felgen? 23 Zoll sehe ich gerade. Höher als so einige Autos. Ja, die Felgen, die habe ich angepasst an meinem Penisdurchmesser. Und das war für mich sehr wichtig, dass wir da den Durchmesser haben. Und der Wagen ist foliert, rot, ne? Yeah. Als Tarnfarbe. Tarnfarbe, ganz genau. Und ist eigentlich ein, ich sag mal, bescheiden, bisschen dezenter, sag ich mal, für meine Verhältnisse. Also ich denke schon, dass das die richtige Farbe ist und die habe ich auch ausgesucht, beziehungsweise den Wagen habe ich mir damals geholt. Ich habe rote Nike-Schuhe gehabt. Ah, okay. Und ich wollte halt mal so wirklich, an dem Tag habe ich gesagt, ey, weißt du was, meine G-Klasse, die passt nicht so zu meinen Schuhen. Da habe ich gesagt, komm, geh's, holst du dir den Urus, dann passt das besser, weißt du. Und dann deswegen, so habe ich ihn überhaupt gekauft. Ja. Welcher Wagen fährt es besser, die G-Klasse oder der? Du hast ja einen Mansuri dir damals machen lassen. Die fanden sich beide gut, aber wie gesagt, also in dem Fall wirklich, ich habe jetzt nicht auf das Fahrwerk oder so geachtet, sondern wirklich, die haben echt gut derselbe Farbton wie von meinen Schuhen. Also was heißt, der Schuh war eigentlich schwarz-weiß, der hatte nur so einen roten Nike-Zeichen. Und das war dann genau in der Farbe, so habe ich dann auch den Wagen gekauft. Also das ist eigentlich total verrückt, aber weil das einfach so gut gepasst hat, dann habe ich das so gemacht. Mit welchem Wagen fällst du mehr auf? Mit der S-Klasse davor, das war ja dieser schwarz mit goldenen Dingern, glaube ich, drauf? Mhm. Auch von Mansuri oder der Lambo? Also ich sag mal, am meisten würde ich auffallen, sag ich mal, wenn ich mit den C-Klasse fahren würde oder so. Ja. Yeah. Weil das würde dann bei vielen wie eine Fata Morgana aussehen. Okay. Weißt du, wenn du mich in der C-Klasse siehst, der wird so wie eine Fata Morgana und das wäre natürlich total wahnsinnig. Aber ich glaube, ich sag mal so, ich glaube, mit dem Wagen hier, ne,
Da fällt sie schon deutlich auf, aber die Mansouri, die G-Klasse, die war auch schon sehr, sehr stark. Ja. Yeah. Und ich sag mal, da war schon, sag ich mal, die ein oder andere Influencerin, die hatte auch schon in dem Wagen eine schöne Runde gehabt, sag ich mal. Alles klar, würde ich mal einfach sagen, wir steigen ins Auto ein. Los geht's. Auf den Rücksitz bitte, Leute. Der Rücksitz hat Geschichte geschrieben, ganz gerne auch mal so. So schaut's aus, ne? Bitte nicht nackt auf die Rücksitze, sonst kann man schwanger werden. Also wir sitzen im Auto drin. Ich mache am besten das Fenster zu, damit der Sound nicht zu sehr durchdreht. Farid, ich habe mir gedacht, dass wir heute mal ein bisschen durch Düsseldorf fahren. Ja. Natürlich checken, wie die Leute auf den Wagen reagieren. Und dass du uns ein bisschen deine alte Ecke zeigst, wo du unterwegs warst. Was man auf jeden Fall sagen kann bei dem Wagen, ne, der ist berühmt als der ein oder andere Sprechgesangsartist aus der Modus Mio Playliste. Ja. Ja. Und Leute haben schon mehr Fotos mit dem Auto gemacht, als mit dem einen oder anderen Rapper. Okay. Wirst du oft getaggt über das Auto? Ja, natürlich. Der findet sich auch natürlich auch immer bei diesen Seiten da, wo die teure Luxusautos und so posten. Da sieht man den auch mal wieder. Und ich sag mal, der Wagen hat schon so alleine seine Fanbase. Yeah. Also der ist wirklich, den könnte man schon signen. Ne? Also das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis er auch seinen ersten Deal kriegt. Okay. Und der rappt unter dem Namen Stier und dann machen wir so noch eine Zahl dazu. Wie das jetzt Toro Rosso, so roter Stier. Ja, aber dann noch mit einer Zahl. Okay. Toro Rosso ist schon mal ein guter Name und dann noch mit einer Zahl. Und so wollen wir den dann positionieren und im Video ist immer dann der Wagen. Ja, yeah, stabil. Auf jeden der Fall. Rappt dann da. Okay. Das ist also mein neues Ding, was ich machen will. Und ich hoffe auch, dass meine Fans und Supporter das auch sich darüber freuen. Ja. Yeah. Über den Song von Toro Rosso. Und der hat dann auch eine Zahl, also zum Beispiel Toro Rosso 369 oder sowas. Okay. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. So der Sound, den der Toro Rosso abgeht, ist auf jeden Fall. Genau, weil viele rappen ja auch über den, ne? Ja. Yeah. Toro Rosso und der wird jetzt auch bald, das wird ein Signing von mir. Ja. Yeah. Toro Rosso 369. Gerne, macht schon mal eine Instagram-Seite für den. Ja, Mann. Toro Rosso 369, meine lieben Freunde. Wisst ihr Bescheid? Erfolg, kannst du hier die Klimaanlage anmachen, weil es ein bisschen heiß ist, wenn ein Fenster zu ist? Ja. Ach so, geht das, okay. Mit dem Touch-Display. Genau. Wo sind wir gerade, Farid? Erklär uns mal ein bisschen was. Wir sind hier in Belk, hier, das ist Black. Das ist die Bar von Walid, das ist mein Kindheitsfreund. Ah, okay, korrekt. Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Wir sind zusammen aufgewachsen, hat mir auch zu Anfang meiner Karriere sehr, sehr viel geholfen und mich viel unterstützt. Ja. Walid, wenn du das siehst, schöne Grüße. Ist das eine Shisha-Bar? Das ist eine Shisha-Bar von ihm, ja. Ja. Und die ist auch natürlich eine super Shisha-Bar. Ja. Du bist ja jetzt auch auf den Shisha-Markt mit deinem Tabak gekommen. Wie kam es eigentlich dazu? Du hast ja letztens schon eine Story gemacht, die mich ein Stück weit, was heißt, verwundert hat. So, du hast gesagt, ey, ich will durch euch verdienen mit dem besten Tabak. Ja, das Ding ist einfach, immer wenn ich Shisha geraucht habe, hat das gekratzt im Hals. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was, du musst doch was dagegen tun, weißt du, was ich meine? Und dann habe ich das, bin ich das dann einfach so angegangen und habe gesagt, komm, weißt du was, das Kratzen, das muss aufhören. Und parallel dazu habe ich auch nochmal so ein 10-köpfiges Management- und Marketing-Team so beauftragt, okay. Weil das ja jetzt gerade im Trend ist, eigene Produkte rauszubringen. Ne? Beispielsweise Kappi, der hat seine Pizza, seinen Tee. Ich weiß jetzt nicht, wer noch irgendwas hat, aber echt viel in letzter Zeit gekommen. Genau, Monet ist auch, arbeitet auch gerade an seinem ersten Dildo. Okay. Und da sind viele Produkte, die da kommen werden. Und dementsprechend habe ich mir auch gedacht, mit diesem 10-köpfigen Team, dass ich das jetzt, dass ich die nicht umsonst bezahle, dass wir uns auch ein Produkt kommen, was so es in der Form noch nicht so gab oder auch, wo der Markt auch nicht überflutet ist oder wo du sagst, ey, schöne Grüße an Monet auf jeden Fall. So, wie bist du eigentlich drauf gekommen? In jedem zweiten Song wird der Monet einmal erwähnt. Also was für eine Verbindung steht ihr bei? Also weil ich habe diesen Diss nicht verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin.
Also sagen wir mal so, ich habe nichts gegen den Monet persönlich. Yeah. Ne? Ich bin jetzt, ich muss aber auch ehrlich sagen, das wird man jetzt nicht glauben, aber ich zähle jetzt nicht zu seinen größten Fans, okay, seiner Musik. Yeah. Ne? Und ganz ehrlich, ich habe irgendwann mal ein Video von ihm gesehen bei Instagram. Mhm. Und dann habe ich das gesehen und man kann sich ja dann denken, was ich danach gesagt habe, okay, wo ich mir das gesehen habe. Stell dir mal vor, ich gucke mir jetzt das Video an. Vielleicht kann man das auch in die Kommentare schreiben, was ich dann wohl gesagt habe, wo ich das gesehen habe. Mhm. Und dann, ich war gerade am Album am Arbeiten und ich habe gesagt, diesen Moment, den muss ich festhalten. Ja, yeah, okay. Und so ging es mir bei vielen. Also wenn ich mir da einige Kandidaten oder auch Kandidatinnen anschaue, aus der Rap-Szene momentan. Namen wurden auf jeden Fall gedroppt und du hast dich nicht zurückgehalten bei Asoziale Marokkaner, bei den Single-Auskopplungen bis dato. Also man weiß das ja, Farid Bang ist ja nur beim Sex zurückhaltend, yeah, dass er sich zurückhält, dass er nicht kommt. Aber ansonsten ist das nichts bei mir mit Zurückhaltung. Okay, alles klar. Wisst ihr Bescheid, meine lieben Freunde. Wo sind wir hier jetzt gerade? Diesen Turm, den kennt man ja aus vielen Videos. Genau, das ist der zweitgrößte Turm hier in Düsseldorf. Das ist der Rheinturm, der erste ist der Big Bang. Der, ah, okay, kommt meistens ab Mitternacht, dann sieht man den, das ist auch, man nennt den auch den Twin Tower zum Burj Khalifa, okay, wird er auch genannt, der Big Bang. Also auch, falls ihr einige nette Damen auch zuschauen, falls ihr mal den Big Bang besichtigen wollt, ne, gerne jederzeit, ihr seid willkommen. Alles klar, dann machen wir mal weiter, mein Kollege filmt noch ein bisschen von draußen ab. Ja. Wir checken ganz noch mal kurz die Technik, aber läuft ja alles. Wo sind wir hier jetzt gerade? Wir sind hier am Hafen, hier vorne ist das Riva. Ja. Da im Riva ist Mrs. Bella, geht da gerne hin zum, ach, Beispiel. Okay. Mit der bist du auch gut, ne? Oder? Ja, Mrs. Bella mag ich. Wir sind leider nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Ja. Aber wir verstehen uns, denn sie ist eine sehr nette Dame. Und sie ist öfters hier anzutreffen. Also an alle Mrs. Bella-Fans und Follower, kommt ins Riva. Mrs. Bella ist am Wochenende öfters da. Die Arme, jetzt habe ich die richtig... jetzt, ach, ist ja okay. Dann halt Fan-Treffen, die Fan-Treffen an jedem Wochenende. Jede Woche. Ist ja auch nicht verkehrt. Jedes Wochenende. Oder sie muss ein neues Stammlokal suchen. Sergi, steig ruhig ein. Fahren wir ein Stück weiter. Und hier ist auch dieser Medienhafen, oder? Genau, hier ist Medienhafen, da... Was ist das genau? Warum Medienhafen? Sind hier irgendwelche Medien, ja, RTL? Ja, hier ist die Film- und Medienstiftung NRW. Okay. Das wusste ich, habe ich nie gewusst, aber das habe ich jetzt gerade hier gelesen. Okay. Und hier, wenn du da rechts, da ist das Hyatt Hotel. Ach ja, da... Da bin ich natürlich auch wieder gern gesehener, ja, Stammgast, ne? Ja. Und ich sag mal... Da wurden auch schon so einige Musikvideos davor gedreht oder in... Richtig, Musikvideos und da wurden auch einige andere Handyvideos habe ich da gedreht, ne? Ja. Ich hoffe, dass die nicht irgendwann mal, dass da irgendjemand irgendwann mal drauf reactet. Okay. Oder die geleakt werden irgendwo. Ja, aber da waren auf jeden Fall geile, schöne Videos, ja, die hier gedreht worden sind. Schön auf jeden Fall. Wie siehst du das, dass Düsseldorf komplett durch die Decke gegangen ist, so preislich, wohnungsmäßig? Und ja, die Leute müssen ja rausziehen, wenn man ganz ehrlich ist, ein bisschen Real Talk. Nee, das war eigentlich auch schon, davon bin ich auch schon ausgegangen nach meinem ersten Album, dass das natürlich die, okay, Preise hier steigen. Ich, ja, ich denke mal, da wo Leonardo da Vinci gewohnt hat oder wo, ich sag mal, in Amerika Drake oder LeBron James, ja, leben, da wird es ja auch nicht. Calabasas ist ja auch durch die Decke gegangen. Ja. Nach Kim Kardashian und so ungefähr, natürlich nicht im amerikanischen Preis, aber so ungefähr prozentual dieselbe Kurve hat auch Derendorf gemacht. Mhm. Und dementsprechend ist das jetzt hier, ich sag mal so. Schon eine Bonsenecke geworden. Also der ein oder andere Sprechgesangsartist, ja, der würde sich jetzt hier nicht mal eine Toilette anmieten können, ja, sag ich jetzt mal. Also der wird da echt Probleme haben, wenn er sich dann einen Toilettenraum mieten will. Die Damen gucken auf jeden Fall ins Auto rein und wollen wissen, wer der Fahrer des Autos ist. Natürlich, natürlich. Ohne, dass wir irgendwie eine MeToo-Kampagne jetzt wieder anschmeißen, aber wir testen gerade halt die Wirkung so eines Fahrzeugs. Ja, natürlich. Also der Wagen, der hat natürlich seine Wirkung, nicht nur bei, ja, Frauen, auch bei Männern natürlich. Ne? Zücken direkt die Hände. Du siehst natürlich, was man aber sagen muss, die Frauen freuen sich dann umso mehr, wenn sie, mhm, den Fahrer sehen. Das kann man ja so sagen. Das finde ich gut auf jeden Fall. Wir haben uns heute auch hier getroffen, weil du dein Album Asozialer Marokkaner angeteased hast.
Dies erscheint am, lass mich nicht lügen, am 23.07. Der Termin ist jetzt auch fest. Der steht fest. Also yeah. Du weißt, bei mir wird nichts verschoben. Also da wird jetzt nicht irgendwie auf mangelnde Boxverkäufe dann da irgendwas gesagt, weil man dann noch nicht genug Boxen erreicht hat, dass man da sich jetzt irgendwie oder ein anderer Rapper released am gleichen Tag. Und genau, dass man sich einen Grund sucht und dann sagt, aber dafür habe ich noch ein Video gedreht, was sowieso geplant war. Yeah. Oder dafür habe ich noch die EP oder du kennst ja die ganzen Kribblereien, was man immer wieder dann, worüber dann immer wieder berichtet wird. Und das gibt's bei mir natürlich nicht. Also wie immer, wie schon die letzten 13 Jahre, die Verkäufe laufen bombastisch. Also ich sag mal so, mein Ziel ist es wirklich, ich habe in den letzten Jahren habe ich eine Zeile gerappt, die habe ich gelogen, weil alles sonst, was ich rappe, ist zu 100% authentisch. Okay. Und ich habe jetzt... Zumindest ein Rapper, der ehrlich ist. Genau. Und ich habe die Zeile gerappt, weil ich mich nicht entscheiden kann, trage ich drei Richard Mille an einem Arm. Ah, okay. Und ich möchte das auch jetzt wahr machen, weil ich nur zwei getragen habe im Video. Okay. Und das geht so nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall, wie nennt man das? Geschmacksverfälschung. Ja, ja, genau. Man muss schon real bleiben. Verstehst du? Das ist wichtig. Die Realness, die darf nicht verloren werden in einer Szene voller authentischen Charaktere, wie wir sie in Deutschland haben. Dass da wirklich echt viele Leute, die authentisch sind und wo auch wirklich, ich sag mal, also das ist wirklich, dass 95% ist wahr, was da gerappt wird. Ja. Yeah. So authentische Straßenleute, die auch schon, also da, was soll ich dazu sagen? Mhm. Ich verstehe auf jeden Fall den Punkt. Lass uns mal in Richtung Derendorf fahren. Das ist ja, ist das deine alte Hood, genau, über die auch viel gerappt wurde? Genau, Derendorf, das war damals, zu meinen Zeiten, das war eine schöne Zeit. Und bevor die Preise da in die Höhe geschossen sind. In die Höhe gegangen sind. Aber insgesamt, Düsseldorf ist insgesamt eine teure Stadt. Ja. Und ja, was soll ich dir sagen, Junge? Wie reagieren die Leute auf dich, wenn du hier rumläufst? Ich sehe ja auf vielen Videos, dass du wirklich alleine unterwegs bist in der City. Mhm. Also schon mal wirklich so voll gelabert worden oder sonst was, außer letztens, als deine Boxen geklaut wurden? Sonst nicht. Ja, natürlich, wenn ich hier durch die Straßen gehe, ne, dann ist das natürlich schon, ich habe Leute, die mich mögen und ich habe auch Leute, die mich nicht mögen. Aber ich laufe eigentlich hier alleine rum, also das nicht, ich habe auch, also ich kann mich hier frei bewegen, ich kann machen, was ich will und ich genieße das. Ja. Warte mal kurz, Entschuldigung. Easy. Dann, ich hoffe, eine Kamera hat auch hingeschwenkt. Klar, die Leute freuen sich, mich zu sehen, aber es gibt auch manche Orte, wo die Leute mich sehen, die kennen mich schon und dann ist das jetzt nicht so, dass die jetzt da so ausrasten oder so, wie wenn ich durch andere Städte gehe, weil man mich hier auch sieht. Aber ja, das ist auch der Effekt, den viele Rapper haben. Oder genau, ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt auch nicht jeden Tag hier unterwegs oder dass ich so voll viel mache oder so. Ich bin entspannt, aber wenn ich irgendwas zu tun habe, gehe ich raus und alles easy. Du hast dein Album viel mit diesem Basketball-Thema verbunden. Du hast ein Trikot mit in der Box drin, ein Ball mit in der Box drin. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir in Richtung eines Basketballplatzes fahren, das vielleicht auch spontan eine Runde 21 droppen können. Ich habe letztens gesehen, dass du auch schon so Würfe trainiert hast und sehr viele deiner Rapper-Kollegen bei dir eingeladen hast und abgezogen hast, ja, wenn man ehrlich ist. Ja, das ist ja klar. Also das wär, du musst ja dazu vorstellen, wie bei einem Rap-Battle, so ist das auch mit dem Basketball gegen mich. Also, das könnte man auch so einen Dreikampf machen. Rappen, kämpfen und Basketball. Und ich denke mal, da wäre ich wieder ganz weit vorne in der Rap-Szene. Und ja, können wir alles machen. Perfekt, dann lass auf jeden Fall mal zu irgendeinem Basketballplatz hinfahren, wo sich die Jugendlichen oder die Kinder, die gerade in der Schule sind und gleich fertig sind, freuen werden. Ja, natürlich, die freuen sich so, wenn der Banger da vorbeikommt. Ne? Da wissen die natürlich, es gibt ein Eis, es gibt Süßigkeiten. Ja. Das, da wissen die, das ist so bei mir. Das ist cool auf jeden Fall. Dass, wenn ich da vorbeigehe, dass es da Süßigkeiten gibt. Lass uns mal ein bisschen so deine Songs durchgehen. Der erste Song, der released wurde, war Kuckuck. Ja. Der Song, das ist auch das Intro von deinem Album. Viele Leute haben in den ersten Sekunden gedacht, okay, das wird so und so ein Album werden. Weil der Beginn war ruhiger und da sind auch, wie soll man sagen,
diepe Sätze gefallen, sowas wie zum Beispiel, jetzt geh als Champ wie Khabib. Hast du in letzter Zeit irgendwann mal so dran gedacht, wirklich aufzuhören? So, weil man sozusagen alles schon gesehen hat, erlebt hat und irgendwann so, ey. Also sagen wir mal so, ne, ich hab, wenn es der Zeitpunkt wäre, werde ich aufhören, aber ich bin immer noch gut, ich klinge immer noch fresh. Und es ist jetzt nicht so eine Szene, wo ich sage, ey, die ist so stark oder da kann ich nicht mehr mithalten oder es ist vorbei, sondern ich sehe nach wie vor, ne, dass ich einer der Besten bin. Mhm. Und das wird jeder, der das Album hört, der wird es auch hören und der wird es auch sehen und spüren auch. Ne? Also das ist nicht einfach so dahergesagt. Ich glaube, ich bin noch sehr, sehr weit von meinem Karriereende entfernt. Und ich mache das Ganze jetzt schon seit 13 Jahren. Das ist mein 9. Soloalbum. Also, und es ist jetzt nichts bei mir eingebrochen oder dass ich irgendwie sage, boah, ey, das ist so schwer für mich oder irgendwie so, weißt du? Also, mhm. Ich kann nicht mit den neuen Leuten mithalten oder so. Du hast aber gehört, Kampfsport, da kommen wir wahrscheinlich gleich später hin, aber ja. Da hörst du ja, dass ich mit einem der Besten der Neuzeit, Kapi, dass wir gut harmonieren, gut rappen ja. Und das nicht irgendwie verfremdet klingt. Und das bedeutet mir auch viel. Sehr wichtiger Punkt, dass man auch mit den Jüngeren mithalten kann, beziehungsweise die immer noch übertrumpft. So von wegen, ey, so, ja, wer seid ihr eigentlich? So? Genau, du hörst das, genau, und du hörst das und du sagst jetzt nicht, ah, guck mal, was macht der oder was geht da ab, sondern du hörst das und du sagst, hey, die ergänzen sich gut, das klingt gut, das ist geil und das ist eigentlich die Bestätigung, die du brauchst. Abgesehen davon, ich verstehe das Handwerk. Ich habe Gangster-Rap in Deutschland mit erfunden, kann man so sagen. Ja. Verstehst du? Und daher... Wann hast du dein erstes Song released? Mein erstes wirklich auch Song so privat aufgenommen? Der released worden ist vielleicht 2005 oder so, 2006. Ja. Ja, mittlerweile auch 15 Jahre, ne? Genau. So alt sind einige unserer Zuschauer nicht mal. Schönen Grüße an euch alle. Genau, und da war das schon. Mein erstes Album habe ich 2008 gemacht. Ja. Yeah. Weißt du, daher, das ist alles entspannt und die Leute respektieren das auch und das ist auch cool. Also man muss jetzt auch nicht so tun, als wenn jeder einen hasst oder so, sondern normal nicht. Die Leute haben Respekt, die finden das auch geil und ist gut, ist gut. Hättest du jemals gedacht, dass es so groß wird? Ja, also sonst hätte ich es nicht gemacht. Ne? Also meine Ambition, ich würde niemals irgendwas anfangen oder probieren, wenn ich nicht das Maximale da rausholen will. Und das hat man in meiner Karriere oft gesehen, sei es mein Label, sei es ich selber, sei es egal, was ich angepackt habe. Dann bin ich wirklich, habe ich immer versucht, das Beste draus zu machen. Also ich mache jetzt nicht irgendwie eine Sache, um da auf die Schnelle einen Euro zu verdienen oder sonst irgendwas, sondern ich versuche, gute Sachen, geile Sachen zu machen. Ja. Und bei Rap, ich konnte es nicht voraussehen, wie groß es wird, aber ich habe auf jeden Fall darauf hingearbeitet, dass es groß wird. Hm. Wir sind gerade im Bilk. Wir sind im Bilk, ne? Bilker Straße steht hier. Bilker Allee hier. Das kommt mir auch so ein bisschen bekannt vor hier. Ja, hier da vorne war früher unser Büro. Ah, genau. Auf der Cornelius-Straße. Ja. Genau. War das früher. Ja, that's it, man. That's it. Auf jeden Fall war das ein heftiger TikTok-Hit, der auch natürlich geplant war, dass es viral geht. Ja. Wer ist eigentlich deine Lieblings-TikTokerin, wenn man das so sagen darf? Die immer bei Dein Update, die jetzt OnlyFans hat, ich weiß nicht, wie die heißt, wo die immer der Leaker auf Twitter, den kennt ja jeder von Dein Update. Kennst du den, der Leaker? Ja, nee, nicht genau. Da gibt's der leakt OnlyFans. Der leakt OnlyFans Videos. Einmal folgen, bitte, meine lieben Freunde. Man weiß nicht, wer das ist. Ah, doch, ich weiß, wen du meinst. Das ist dieses Mädchen, dem man sagt, hier, ich gönne und sowas. Genau, richtig. Okay, okay. Genau, das ist meine Lieblings-TikTokerin. Ja. Aber hauptsächlich verfolge ich die dann auf OnlyFans. Okay. Ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Der zweite Release war Thanos. Warum hast du und den auch einer meiner Lieblings-TikToker ist auch, also mein Lieblings-TikToker ist Monet. Den darf man auch nicht vergessen. Gut zu wissen. Auf jeden Fall alle Monet bei TikTok folgen. Ja. Der zweite Song von dir war Thanos. Warum hast du den Titel gewählt? Den kennen viele Leute von den Marvel Comics. Weil Thanos hat so, der stellt sich so allem und ich fand das einfach, ich bin ja sowieso Comic-Fan. Ja. Das mächtigste Wesen im Universum genau. Steht unter seinem Wikipedia-Eintrag.
und auch neuerdings werde ich auch als Comic-Rapper bezeichnet. Okay, von wem? Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt so ein paar Nachrichten bekommen bei Instagram, dass ich der Comic-Rapper bin. Und deswegen fand ich das ganz witzig. Also fand ich das gut. Ich bin sowieso Thanos-Fan und ich mag ja diese Bösewichte. Weißt du? Dieses Bane, Thanos. Ich mag so diese mächtigen Bösewichte. Das ist immer so ein Ding, wo ich mich voll identifizieren kann. Und ja, so ist es auch mit Thanos. Ich hatte halt diese Zeile mit diesem: Ich lass dich verschwinden mit nur einem. Und dann, das fand ich geil und dann habe ich das gemacht. Wer ist dein Lieblings-Superheld? Mein Lieblings-Superheld? Batman wahrscheinlich. Aber der mir am ähnlichsten ist, außer jetzt von der Farbe, Hulk. Ah, okay. Da war auch eine Line drauf, eine sehr, sehr wichtige, meiner Meinung nach. Beides Banger-Musik, nur noch ich. Mhm. Bist du bei das einzige Signing bei deinem eigenen Label? Was denkst du? Also man sollte sich einfach überraschen lassen. Ich will da nicht allzu viel verraten. Aber ich arbeite jetzt einfach mehr an mir. Ich will einfach mehr mit mir selber arbeiten, weil diese ganze Labelgeschichte, das ist auch ein bisschen so ein undankbarer Job. Verstehst du? Das macht mir keinen Spaß. Sondern wenn man sowas aufzieht, dann als Team und nicht das... die Vision, das ist meine Vision, dass man ein Team hat und das hast du nicht mehr so in der Form. Weißt du, was ich meine? Das hast dieses nicht. Squad, dass man zusammen ist, so der Clan. Genau. Das hast du nicht mehr und du kannst auch die Leute nicht zwingen oder so. Ich bin auch jetzt niemand sauer, wenn der irgendwie sein Label macht oder so. Ganz im Gegenteil, ich unterstütze die Jungs, aber wenn man sowas macht, dann ist man ein Team oder nicht ein Team. Und wenn jeder so sein eigenes Ding macht, dann mache ich auch mein eigenes Ding. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich brauche ja gar keinen, am wenigsten brauche ich die Leute. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt Banger-Musik zumache oder sonst irgendwas, sondern wir werden mit Sicherheit irgendwann mal, werden neue Signings und neue Formationen und. Das ist alles noch total, also das ist jetzt auch nicht böse, nur einfach, ich habe es einfach gesehen in den letzten Jahren, dass viele Leute, die gucken nur auf sich selber und dann, warum soll ich was anderes machen? Ja. Yeah. Wozu? Safe, hundertprozentig, kann ich so unterschreiben. Und oft sehen andere Leute auch nicht, welche Arbeit man in sie reingesteckt hat. Ja, sei es bei Label, auch bei ganz anderen Sachen. Natürlich, das ist ja immer so. Das hast du ja bei Künstlern und bei Labels hast du immer die Sache, dass wenn der Künstler Erfolg hat, ist er das. Und wenn nicht, dann ist das Label das Schuld. Das hast du ja immer. Natürlich. Das sagt ja jeder Künstler. Aber ey, das ist ja auch okay. Soll jeder auch seine Meinung haben und denken und. Ich will jetzt auch nie, ich habe auch nie gerappt, ey, du bist wegen mir oder du hast das wegen mir oder so. Diese Art habe ich gar nicht. Ne? Dafür wäre ich mir auch zu schade. Ich würde mich. Safe. Also, sowas würde ich auch nicht machen. Aber wenn einer gehen will, soll er gehen. Genau, so sieht es aus. Ich habe genug Geld, ich brauche gar keinen. Ich habe meinen Rap und ich habe meine Formation. Ich habe auch meine Brüder. Kollege ist mein Bruder und ich muss nicht jeden signen oder ich brauche das auch nicht für mein Ego. Ja. Ich brauche auch nicht dieses Leben, sondern jeder kann machen, was der will. Jeder auch, wie er möchte. Ich unterstütze jeden dabei auch. Aber genauso mache ich auch mein Ding und wenn jeder für sich ist, dann bin ich auch für mich. Dann ist es ja auch am besten für mich selber. Verstehst du, was ich meine? Man muss auch nicht diese Rücksicht auf die Leute nehmen. Mhm. Ne? Das habe ich ja früher auch oft gemacht. Ah, der ist gut mit denen, da kannst du jetzt nichts sagen. So. Sondern einfach machen und jeder ist sowieso rücksichtslos, dann machst du das auch. Und interessiert mich das auch nicht. Vielleicht so der beste Weg in Hip-Hop. Genau, und dann haben deine Fans halt auch mehr von dir selber. Verstehst du, was ich meine? Wenn die dann sagen, ah, der ist jetzt nicht so pseudogut mit dem oder der ist cool mit dem, sondern der macht sein Ding und der scheißt auf alle. Yeah. Und das ist auch meine Einstellung und das ist auch, was ich so vermitteln will. Ich scheiße auch auf alle. Yeah. Auf jeden scheiße ich. Ja. Okay, starke Worte auf jeden Fall. Und wir flanieren hier gerade über die Königsallee mit Königsallee. Dem Auto, das ist eine der Flaniermeilen sozusagen hier in NRW. Genau, also hier auf der Königsallee, hier ist hier immer was los. Da sieht man natürlich den Wagen hier des Öfteren, aber halt nur die Leasing-Variante. Ah, okay. Die nur 10.000 Kilometer im Jahr fahren dürfen. Genau, richtig. Da dürfen nur die nicht, Königsallee zweimal, dreimal und danach wieder nach Hause. Genau, da dürfen die jetzt nicht allzu viele Kilometer machen. Ansonsten hier,
da siehst du schon, wenn der den Wagen, wenn die Leute den Wagen sehen, dann lest du schon bei den Lippen. Ja, so dieser Hund und sowas. Diese. Aber egal, was soll man sagen? Erfolg ist die beste Rache. Natürlich, so schön. Natürlich. Also in der Tinus Bar, da sage ich mal so, ne? Es gibt ja einige Lokale, wo ich, sage ich mal, nicht der gern gesehenste Gast bin bei yeah. der Kundschaft. Yeah. Und da gehört Tinus Bar natürlich ganz weit vorne. Aber es ist alles gut. Wo gehst du am liebsten shoppen? Gibt es irgendwelche Läden, wo du sagst, ey, das ist mein Laden? Also auf der Königsallee bin ich jetzt nicht allzu selten anzutreffen. Ja. Wenn ich hier was einkaufe, aber ich bin jetzt auch nicht jetzt hier, dass ich hier shoppen gehe und da irgendwie mir die Gucci-Kleider wie UFO kaufe. Mhm. So das neueste Gucci-Kleid, was er dann da trägt bei Instagram. Ach so, das meinst du. Okay. Ihr wart letztens aber auch in Mailand, ne? Mit Haft und Adel? Genau, das ist richtig, ne? Eine Woche vorher war ich mit Flair da, er ist auch so der Typ, der in jeden Laden zweimal reinläuft, sinnlose Klamotten kauft. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Schöne Grüße auf jeden Fall. Schöne Grüße auch an dieser Stelle an Flair. Und ich hoffe, dass er jetzt da nicht wegen diesem Satz Kopfgeld auf dich aussetzt. Das tragen wir dann alleine aus. Das macht er letzte Zeit öfter, ne? Der macht viel Geld. Man sagt jetzt, er hat jetzt richtige finanzielle Probleme, weil er so viel Geld für Kopfgeld ausgesprochen hat. Yeah. Ich will gar nicht wissen, was mein Kopf damals wert gewesen wäre. Ne? Also sage ich mal so, ne, der Einzige, wenn er da der Kopfgeldjäger mich gefunden hätte damals, hätte man als Kopfgeldjäger echt ausgesorgt. Auf jeden Fall, apropos Kopfgeldjäger. Letztes Jahr hast du ein schönes Video gepostet über Instagram. Da ging es um einen Mexikaner. Wie hieß der? Jamines sonst was. Der wird vom FBI gesucht. Und der sieht leider so aus wie ich, der Typ. Und du hast mir ein bisschen so in die Bedrohung gebracht. Die Leute haben das wirklich geglaubt. Und ich habe mittlerweile Angst, nach Mexiko zu fahren. Mhm. Zum Glück war ich im letzten Frühjahr in Mexiko. Warte kurz. Oh, Küsschen hast du auch bekommen. Ja, ja. Einmal bitte, so, wisst ihr Bescheid, Freunde. Pixeln. Wer waren die Dame, wenn man fragen darf? Also das war jetzt nur eine, das war die, ich kenne die nicht. Also ich weiß nicht. Okay. Das war jetzt einfach, das passiert mir des Öfteren, wenn ich mit dem Wagen sehe. Und hier da vorne sieht man auch die Leute filmen. Also du siehst das wirklich mit dem Wagen hier. Ich sag mal echt, Inkognito kannst du nicht unterwegs sein. Also der Wagen ist so, ey, ich sag guck, ehrlich, Leute. Ich bin ehrlich, ne? Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie so wieder, dass die Leute sagen, ah, sexistisch, aber das ist wirklich schwer, nicht abzuspritzen mit dem Wagen. Ah, okay. Das ist echt schwer mit dem Wagen. Und ja, vielleicht ist heute ein Tag, also ich hoffe, dass heute da vielleicht der erste Tag dann damit ist. Also kann man auf jeden Fall nur empfehlen, ein Urus in einer knalligen Farbe, rot, grün, orange, also da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, meine ganz genau, richtig. Also, liebe TV Straßensound Zuschauer, wenn ihr das seht, kauft euch einen Urus. Genau, unten mit dem Rabattcode bekommt bei Lamborghini 10%, meine lieben Freunde. Mit dem Rabattcode Farid Bang und TV Straßensound kriegt ihr bei Lamborghini Hausverbot. Ja, das war's. Ja, Mann. Auf jeden Fall hattest du am 4. Juni Geburtstag. Dazu wurde auch passend der Song Happy Birthday sozusagen released mit Jamule. Wie kam eigentlich der Kontakt zustande? Weil so ihr beide wart jetzt irgendwie, ich habe euch davor noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, Jamule und ich, wir haben uns eigentlich immer so hinterm Kulissen haben wir uns eigentlich immer verstanden. Ne? Ihr beide habt euch auf jeden Fall auch nicht auf dem besten Weg kennengelernt. Er hat dir einen Stich gegeben, ins Herz, eine Faust gezogen. Genau. Wie konntest du ihm das wieder verzeihen? Ja, der hat mich echt zweimal angegriffen. Also wirklich, was viele Gangster-Rapper versucht haben, ist am Ende dann den Jamule gelungen. Und der Bündel hat dich gerettet. Ja, mein Bündel. Also da sagt man, Geld ist nicht alles, aber manchmal wohl ja. Manchmal ohne das Geld, sagen wir mal, hätte ich dann im Tag nur zum Beispiel jetzt nur 80.000 dabei anstatt 120, dann wäre ich wahrscheinlich draufgegangen. Ne? Also zum Glück, doch schief gehen können. Ne? Zum Glück hatte ich diese 120.000 da, dabei, sonst wäre das vielleicht für mich voll daneben gegangen. Man sagt auch, dass diese lilan und gelben Scheine sehr, sehr stabil sein sollen. Genau, ich habe die ja nicht jetzt, weil ich da irgendwie so, sondern die sind halt dicker als ein 20-Euro- oder 10-Euro-Schein. Und deswegen ist das immer gut, die in der Tasche zu haben, falls man da irgendjemand die in den Oberschenkel stechen will oder schießen will, weil die meisten Leute, die auch schießen und stechen, das ist ja immer
nur der Unterkörper oder Sachbeschädigung, das machen ja viele. Die täuschen ja nonstop an, ob die, dass sie die krassen Killer sind und stechen und schießen. Aber die stechen nur in Beine und schießen nur in Beine, sondern in den Oberkörper, dass da jemand hinschießt, das passiert eher selten. Und deswegen ist es immer gut, Geld in der Hosentasche zu haben, weil man so auch von einem... Und nicht nur Plastikgeld, mein lieben Freunde. Genau. Nicht kennst du Leute, die immer mit Karte zahlen wollen und eigentlich gar kein Geld haben? Ja, ja. Deswegen immer viel Bargeld in der Tasche haben, dass wenn dich mal jemand abstechen will, dass du dann da... Weil der Stich kommt meistens in den Unterkörper, im Bein oder in die Wade oder der Schuss im Bein oder in die Wade oder auf den stehenden Gegenstände. Also das sind ja meistens die Angriffe, die man kennt. Sehr, sehr viel Sachbeschädigung auf der Straße. Wie kam es eigentlich zum Remix mit The Game? Das Ding ist auf deiner EP mit drauf. Also es wird nicht nur Asozialer Marokkaner, sondern auch die Hustler-EP. Ganz genau. So heißt die, released. Und da ist einfach ein Feature mit The Game drauf. Ja, der hat natürlich auch von dem Song Wind bekommen in L.A. Ja. Das ist ja auch da jetzt. Nach dem Lockdown haben wir da auch die Diskotheken wieder aufgemacht. Ja. Und der Song ist ja da auch richtig durch die Decke gegangen. Und dann hat er den gehört, hat er sich bei mir gemeldet und hat einfach gesagt so, dass er da gerne mit drauf jumpen will, habe ich gesagt, okay, kein Ding. Yeah, you can do it. Und dann haben wir das gemacht. Ja. Einfach so gesagt, der wusste natürlich auch, asozialer Marokkaner. Der hat mich auch angerufen. Hey, what's up? I heard the snippet from your album, A Social Moroccan. Okay. And I want to jump on with a part. Is it possible? Und das war dann halt später, haben wir gesagt, komm, weißt du was, machen wir nur die EP für die Fans, weißt du? Auch die Amis wollen ein paar Euros verdienen. Genau, so schaut's aus. Ja. Yeah. Und da wir gerade schon in Amerika sind, Pop Smoke Dance, das war die nächste Single aus Kopplung mit Sio. Ja. Wie kam es dazu, dass ihr beiden euch jetzt musikalisch gefunden habt? Weil, wenn man ganz ehrlich ist, das passt wie die Faust aufs Auge. Farid Bang und Sio. Und ich hoffe, du fährst gerade in Richtung von einem Basketballplatz. Oh shit, hab ich vergessen, aber wir sind in Oberkassel. Okay. Hier fahren wir jetzt gerade über die Rheinbrücke rüber. Genau, das ist die Rheinbrücke. Gleich gehen wir zum Basketball, aber erstmal will ich dir in Oberkassel zeigen. Was ist Oberkassel für ein Eck? Ja, Oberkassel ist, das ist so die Reichensiedlung. Ah, okay. Hier wohnen dann so Leute wie Verona Poth, die wohnen in Oberkassel oder Meerbusch. Okay. Und hier ist auch die gehobenere Klasse. Man sieht schon die ganzen Altbauwohnungen mit den hohen Decken. Genau, also ich sag mal so, das ist jetzt, hier nicht den typischen Shisha-Bar-Betreiber oder so, der jetzt hier angesiedelt ist, sondern hier siehst du wirklich Geschäftsleute und auch Leute, ich sag mal, in meinem Kaliber, ne? Der Vorstand von Henkel und solche Unternehmen. Ne? Ja. Dass man dann sich hier, die trifft man dann auch früh immer irgendwie beim Kaffee hier, wenn du mal hier frühstücken kommst. Beim Bäcker vorne, ne? Oder Mittagessen kommst, weißt du, dann siehst du die Leute alle und die Kinder sind dann natürlich Fans, da wollen die da auch Fotos mit mir und so, also das ist hier echt... Wirst du besser behandelt, seitdem du berühmt bist? Gerade in solchen Etablissements? Natürlich, also ich sag mal, zu meiner unberühmteren Zeit, ne, da wurde dann natürlich... Da konnte ich mir auch so Sachen hier nicht leisten, ehrlich gesagt. Yeah. Aber jetzt, ich sag mal, in den letzten 2-3 Monaten hat das genug gereicht, dass ich hier auch hier in das ein oder andere Restaurant gehen kann. Und ich sag mal, wer hat einen der teuersten Fahrzeuge, aber seine Uhr ist immer noch teurer? Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Ne? Was kostet der Spaß? Das heißt, die werden ja auch immer so... Ja, die werden immer, die steigen immer. Ne? Also, hast du auch letztens was gepostet? Ja, als ich die Richard Mille gekauft habe, ne, dann ist das natürlich auch nicht bei dem einen oder anderen Besitzer entgangen, dass ich eine besitze. Und so ist natürlich auch der Preis extremst angestiegen. Und so haben wir das auch bei der Uhr. Also solange ich die Uhr noch halte, denke ich mal... wird sie weiterhin steigen. Ich sage mal, ich habe jetzt bis jetzt Invest auf jeden Fall. Mit der Uhr bescheidene, sage ich mal, 150.000 Euro verdient. Wenn ich die jetzt heute verkaufen würde, da hätte ich mal so ein Schnäppchen von 150.000 gemacht. Super. Mit einer Uhr, aber... 3-4 Jahresgehälter eines Normalverdieners in Deutschland. Ganz genau. Und auch des ein oder anderen Sprechgesangsartisten. Also der macht ja sowas nicht mit seinem Album, sondern stattdessen setzt man da natürlich auf Fake-Rolex-Uhren. Und versucht damit natürlich den Kindern
und den Jungs auf der Straße zu imponieren. Mhm. Aber Rolex ist ja auch nicht mehr das, ich sag mal, wenn du da so eine Straßenbahnfahrer-Rolex da trägst oder so eine Kellner-Rolex oder mittlerweile, was soll ich sagen, die Daytona ist ja schon mittlerweile, kann man auch sagen, die Dönerverkäufer-Rolex. Mhm. Okay. Also wer sowas trägt, das ist ja wirklich unter aller Sau. Und ich weiß auch nicht, welcher Türsteher in Deutschland dich mit so einer Uhr in die Diskothek reinlässt. Mhm. Also verstehst du, was ich meine? Safe, 100%. In welchem, da wir gerade schon bei Etablissements waren, in welchem Etablissement wurde das Musikvideo gedreht? So ein Freund von mir hat die Fanfrage gestellt. Von Pop Smoke Dance? Genau. Ja, dann natürlich am Bahndamm, ne? Das ist natürlich der legendärsten Läden, wo ich natürlich auch den einen oder anderen Umsatz gemacht habe, damals noch, als Parfümverkäufer vor Ort da war. Ja, ah, okay. Und dann den Prostituierten da wirklich, die dann bei mir günstige Parfüms ergattern konnten. Und das haben wir dann damals gemacht. Ne? Ja. Wie haben die Damen auf dich reagiert bei dem Musikvideodreh, auf dich und Sio? Also das war auf jeden Fall, hat das denen durchaus Spaß gemacht. Und ich denke auch, die ein oder andere Darstellerin da vom Video, die hätte sich mit Sicherheit gefreut, wenn der Dreh auch vielleicht ein bisschen länger gegangen wäre. Aber man weiß es ja, wir sind professionell bei den Drehs. Und ja, die Frauen werden ja auch noch Zeit bezahlt. So ein bisschen aufpassen. So schaut's aus. Und mal, da macht jeder seine Arbeit. Ne? Wer soll die da machen? Und so machen wir das auch, sag ich. Okay. Jungs, will einer von euch eine Cola haben hinten? Oder Haribo oder so? Dein Kollege AJ war ja auch mit im Outro drin. Ne? Natürlich. Was geht bei ihm? Was läuft? Ja, der ist ja auch unterwegs, ne? Der ist auf Achse. Der ist viel unterwegs, ne? In der ganzen Welt. Ich glaube, letztens war er in Paris, hat für dich schon eine Spende mit eingereicht, ohne deine Erlaubnis, aber er meinte, Farid ist sowieso mit am Start. Ja. Die AJ. Leute, das ist ja so das ewige Thema. Warum macht ihr beiden so keine, warum kommt er nicht zu Banger oder Collabo-Album und diese Filme? Weil wir sind so Freundinnen und wir müssen nicht dieses Geschäftliche. Wenn wir dieses Geschäftliche, das funktioniert bei uns nicht. Ja. Verstehst du? Safe, weil AJ hat eine Einstellung. Der will nicht, dass ich bei denen einen Cent verdiene. Mhm. Der sagt zu mir, ich will lieber bei einem anderen 99%, anstatt dass du abgeben, Hauptsache du verdienst nicht einen Cent. LJ, wenn du das siehst, super Einstellung und nein, Spaß. Wir sind Brüder, wir sind Freunde und wir sind so, wir müssen nicht Geschäfte machen, so zwingen über das und... Wie man in der Vergangenheit immer wieder sieht, Business kann auch Freundschaft kaputt machen. Genau. Wir sind Freunde, wir kennen uns seit der Kindheit. Ne? Du darfst das nicht vergessen. Wir sind nicht irgendwelche Freunde. Wir haben viel miteinander erlebt und viel. Also wir sind echte Freunde und wollte sich immer beweisen, dass er es auch alleine schaffen kann und er hat es alleine geschafft. Und ich bin stolz auf ihn. Ja. Und ich liebe den LJ, der ist mein Bruder und ich mag den. Und er will es auch nicht, es geht ja auch nicht nur von mir, er will es auch nicht. Und unsere Freundschaft, die soll Freundschaft bleiben, das ist wichtig. Schöne Grüße auf jeden Fall an AJ und so, das freut einen, dass er es auch so finanziell geschafft hat, so ein Häuschen geholt und sowas. Ist geil auf jeden Fall. Warum hast du eigentlich warum hast du dich dazu entschieden, keine Altbauwohnung in Oberkassel dir zu holen und eine Villa dir bauen lassen? Mit Basketballplatz und sowas. Also warum ein bisschen so in den Speckgürtel gezogen von Düsseldorf? Ja, ich habe mir damals gedacht, komm, weißt du was, ich hatte da an den Tag irgendwie Lust, ein bisschen Basketball zu spielen. Ich habe einen schönen Basketball gekauft. Ja. Yeah. Da habe ich gesagt, okay, den Ball hast du jetzt, brauchst du nur noch den Platz. Ja. Ja, und dann habe ich das da mir bauen lassen da. Ja, und dementsprechend, ich sag mal, das ist ja jetzt so ein günstiges, bescheidenes Objekt. Sag ich mal, für Mitglieder der Al-Maktoum-Familie aus den Emiraten. Und dementsprechend habe ich mir dann gedacht, komm, weißt du was, da kannst du dann da auch vielleicht mal so einmal im Monat mal ein paar Körbe werfen. Ja. Yeah. Dann lohnt sich das alles, weißt du? Sehe, warum nicht? Und beschweren sich die Nachbarn manchmal, wenn du den Ball ein bisschen aufprallen lässt? Nee, auf keinen Fall. Okay. Also, die wohnen weit genug weg. Die wohnen weit genug weg und ich sag mal, mit 5 Kilometern Abstand, da hörst du das nicht. Da hörst du vielleicht mal die ein oder andere Dame stöhnen so von dem Abstand. Okay. Aber das ist jetzt, ich sag mal, ein gängiges Geräusch, was da aus meinem Haus kommt. Yeah. Daher ist alles entspannt. Ein Collabo mit Sio vorstellbar? Weil ihr habt ja in letzter Zeit 2 Songs gemacht und
so die Leute checken, halt, das passt. Ja, ich weiß nicht, wenn es die Leute sich wünschen würden. Und da gab es auch irgendwie Gerüchte, er hat bei dir gesigned oder sowas. Also war nur ein Tippfehler bei Wikipedia. Oder also wo ich gesehen habe, dass der Enno geschenkt bekommen hat, hätte ich mir gewünscht, dass ich selber bei alles oder nichts gesigned wäre. Ja. Aber wie gesagt, Jiva, wenn du das siehst, ein Hurakan und ich komme zu alles oder nichts. Warum nicht, Alter? Nee, wir haben nichts geplant, irgendwie ein Album zu machen oder so. Also ich weiß es gar nicht, wie er auch dazu steht und so. Aber wenn es die Leute freuen oder wenn sie es wünschen, ist ja schon mal ein geiles Zeichen. Dann ist das schon mal cool, dass wir Musik machen. Das entscheiden dann am Ende die Fans, nicht wir. Safe, hundertprozentig. Der letzte Song, der released wurde, war Kampfsport. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Aber das Wichtigere mit der Kollabos auf jeden Fall, dass du bald einen russischen bzw. ukrainischen Song rausbringen wirst. Stimmt. Warum wird jetzt der russische Markt angegriffen? Also ich habe ja sowieso viele Fans in Russland. Ja. Yeah. Ne? Ich habe hier extrem viele Fans, die verstehen die Texte nicht, aber wegen den Schusswaffengeräuschen in den Tracks habe ich mir auch hier über die Jahre eine Fanbase aufgebaut, die dann auch diese Schusswaffengeräusche immer wieder errät. Ja. Und auch immer wieder erkennen, dass es echte Schüsse sind und nicht da irgendwie, dass man irgendwelche Samples benutzt hat. Von YouTube und so runterladen. Genau, sondern dass das wirklich echte Schüsse sind und dass die echt aufgenommen werden. Originale Kalaschnikows. Genau, richtig, richtig. Und das ist, denke ich mal, eine Sache. Und da will man jetzt auch mal den Leuten vielleicht auch mal textlich auch mal das Ganze mal übersetzen, damit die auch wissen, dass auch die Texte zu den Schusswaffengeräuschen passen. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir fahren jetzt gerade nach Derndorf. Okay, jetzt sind wir auf dem Weg nach Derndorf, meine lieben Freunde. Passend dazu, Kollege, mit dem hast du ja öfter mal in Derndorf sozusagen abgehangen, die City unsicher gemacht. Es gibt ja Gerüchte rund um JBG4, ihr wart auf dem Foto drauf, habt beide das hier gemacht. Das war nur zufällig, also das haben die Leute viel reininterpretiert. Okay. Der Kollege hat nur die Hand da in die Tasche getan und ich habe meine Tasche gehalten und wenn du die Tasche hältst, kannst du ja schwer, da ist es ja automatisch, dass nur die vier Finger rauskommen. Ne? Ja. Und so war das auch bei uns, also da das weiß ich jetzt nicht, was da gemutmaßt worden ist. Irgendwie, dass San Diego da noch mit draufjumpt auf ein JPG oder auf irgendein anderes Projekt. Also ich habe ja gerappt, gute Idee, ich überlege es mir. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ein Rapper das überleben wird, wenn San Diego den dritten Part übernehmen wird. Das ist ja erstmal eine These. Wird wehtun. Genau, das, ich sage ja, ey, stell mal vor, wir machen JPG4 und stell vor, San Diego ist da. Ja. Yeah. Bei, verstehst du, was ich meine? Safe. Das war meine Aussage. Was, wie, wo, wann? Das weiß man noch nicht, ne? Alles mit der Zeit. Erstmal kommt hier asozialer Marokkaner, meine lieben Freunde. Dann kommt ich bin sehr, sehr gespannt aufs Album. Zu Hater Tape genauso, von Kolle. Genau. Hast du da schon reingehört? Ich habe zwei Songs gehört. Drei? Ja. Und wie gesagt, also der hat zwei Songs da, die sind echt als mit Songs der besten, also Rap-Song-mäßig zwei bis drei der besten der letzten Jahre. Und wie gesagt, man weiß ja immer, was ich vom Kollegen halte. Mhm. Und auf dem Weg, Farid, dass ich ins Wort falle. Auf dem Weg hierher haben wir die This Is Farid Bang Playlist bei Spotify durchgehört. Und dann irgendwann nach der ersten, zweiten Stunde kamen dann auch wieder diese alten JBG-Songs. Und so ich saß teilweise so am Steuer, so ey, einfach nur so gelacht, so ey, das war krass halt. Das war eine geile Zeit. Ne? Das war eine gute Zeit und Kollega ist nach wie vor der beste Rapper. Viele Leute wollen ihn halt immer tot sagen oder sagen, ja, der ist nicht mehr so. Aber er hat es jetzt gezeigt mit Rotlichtsonate, sowohl kommerziell als auch musikalisch, dass er nach wie vor der unumstrittene King ist und er wird es auch weiterhin zeigen. Weißt du, was ich meine? Also das braucht keiner anzuzweifeln. Und über Kollega kann ich nichts Schlechtes in meinem Leben sagen. Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen, menschlich. Er hat mit Sicherheit seine Macken, er hat seine Fehler, klar, so aber alle, er ist einer der aufrichtigsten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Er ist wirklich, die Leute werfen uns ja immer vor, ja, ihr seid keine Freunde, ihr seid nur Musik. Das. Wir sind mehr als Freunde. Wir sind Brüder
Und wir haben es auch bewiesen, im Härtefall. Eine Freundschaft heißt nicht, dass man jeden Tag miteinander Bilder postet. Er hat sein Leben, ich habe mein Leben. Aber eine wahre Freundschaft, die zeigt sich im Härtefall, im schlechten Fall. Und nicht, wenn es irgendwie super läuft. Wenn es dir super läuft, dann ist jeder mit dir. Mhm. Jeder will mit dir feiern, jeder will mit dir was erleben. Aber in den Härtefällen, da hat es mir Kollege schon öfters gezeigt und ich habe es ihnen auch damals bewiesen bei diesem ganzen Bushido-Beef und diese ganze Geschichte. Und das heißt, dazu noch mal eine Line. So der Einzige, der mit einer Line bei mir Schaden anrichtete, war ich selbst. Da seid ihr ja wirklich durch eine sehr, sehr harte Zeit gegangen. Genau. Da ging es auch wirklich darum, dass irgendwie Businesspartner euch plötzlich so abcutten wollten. Wie sehr hängt diese ganze Sache einem noch hinterher und hat man die jetzt durchlebt, überlebt und stärker rausgekommen? Was würdest du sagen? Die Sache wird einem ewig nachhängen. Ja. Yeah. Weil das halt eine Riesensache ist. Ne? Ja. Man kann einfach nur zeigen, dass man sich davon distanziert und dass man dann Fehler macht, gemacht hat oder was Falsches gerappt hat und einfach besser sein kann. Du kannst nichts rückgängig machen, verstehst du? Wenn, ich mag dieses Cancel Culture nicht. Wenn man einmal was falsch gemacht hat, dann die Leute so für immer abgesehen. Nee, nee, das war ja auch bei uns ja auch der Fall. Also du hast es ja auch bei uns, dass viele Leute, die wollen da halt auch mit der Thematik, das ist halt ein sehr sensibles Thema, ne? Ja. Kollege Farid Bang. Aber wer ein vernünftiges Mindset hat und wer klar im Kopf ist, der weiß, was Sache ist und dass wir vernünftige Leute sind und dass vielleicht dann mal über unsere Stränge geschlagen haben. Ja, klar. Aber wir haben uns dafür gerade gemacht und wir haben uns auch, also ich sag mal, welcher Antisemit geht nach Auschwitz und zollt da irgendwie den Opfern Respekt, ne? Respekt, ne? Das wird ja keiner machen. Also ich habe meine Prinzipien und wenn ich gegen irgendetwas irgendwas hätte, dann wäre ich nicht ein Heuchler, dass ich da hingehen würde, sondern dann würde ich dazu stehen. Safe. Verstehst du, was ich meine? Und daher, weder Kollege noch ich, wir haben nichts gegen niemanden, gegen gar weder eine Religion, noch eine Nation, noch eine Hautfarbe, noch sonst irgendwas. Totaler Schwachsinn ist auch so. Aber na klar, ein paar Leute, die haben das halt in ihren Kopf, ne? Und das ist auch irgendwo, hat man uns auch damit gebrandmarkt, ne? Das ist auch, aber ich akzeptiere es und es ist jetzt auch nicht für mich, dass ich jetzt schlaflose Nächte da deswegen habe, sondern die Sache ist auch vorüber, ne? Wenn da irgendwie Leute immer noch dran festhalten wollen an der Sache, die 4 Jahre alt ist, gut, was soll ich machen, ne? Normal. Kannst ja niemanden jetzt irgendwie, du kannst ja auch niemanden zwingen oder überzeugen, ja, aber zwingen kannst ja niemanden irgendwas zu glauben oder irgendwas. Aber ich sag mal, im Alltag wurde ich damit nicht berührt, also lediglich von Politikern, die mich damit so beschimpft haben oder irgendwie sowas. Aber ansonsten im reellen Leben, hätte ich kein Internet, wäre ich niemals damit beschimpft worden auf der Straße. Mhm. Also wenn ich nicht im Internet lesen würde, mich hat noch nie jemand auf der Straße irgendwie Rassist oder irgendwie sowas genannt. Also daher ist das jetzt nichts, was in meinem Alltag da ist. Es wäre natürlich etwas, was für mich schade wäre, ne, weil ich das nicht bin. Aber so ist nun mal das Leben, ne? So ist das nun mal und oft werden Menschen Sachen vorgeworfen, die sie nicht tun und damit müssen sie erstmal sich davor stellen oder was sie nicht sind und dementsprechend, so ist das Leben nun mal, man muss immer das Beste aus allem machen, weißt du? Safe, 100%, ich kann dich so unterschreiben. Ich habe gestern einen Film gesehen. Welchen? Brian Banks. Okay, kenn ich nicht. Ist ein sehr, sehr geiler Film auf Netflix. Nach einer wahren Begebenheit und der war echt sehr, sehr emotional. Warte ganz kurz, das ist jetzt Derendorf S-Bahnhof. Die S-Bahn-Station. Genau. Okay, alles klar. Da ging es, den Film müsst ihr euch selber anschauen, aber das berührt einen schon. Ne? Da wird auch einem Mann sehr, sehr viel Unrecht getan und ich will jetzt nicht sagen, der ruiniert, sein Leben wird ihm ruiniert oder irgendwie so, aber Er hat dann ein anderes Leben, als er hätte haben können. Ja. Yeah. Den Film verlinken wir euch, meine lieben Freunde, nach diesem Interview dann angucken. Genau. Guckt euch den an und das ist ein sehr, sehr inspirierender Film und sehr, sehr berührender Film.
Und der hat mich echt sehr selten, ich habe viele Filme gesehen, aber dass mich ein Film so berührt. Und ich wusste nicht, dass es sich um eine wahre Begebenheit handelt, sondern am Ende habe ich es gesehen und da war ich so baff, so boah. Okay, krass. Check ich mal auf jeden Fall ab. Unbedingt. Mhm. Du hast gerade ein bisschen so einen Schwenk gegeben, wie durchlebst du das, dass du jetzt bei Promiflash etc., bei irgendwelchen Magazinen, Spiegel, dies, das, erwähnt wirst und ein deutscher Promi bist. So nicht mehr so Hip-Hop oder Deutschrap-Promi, sondern deutscher Promi. Also erstmal, ich scheiße da extrem drauf. Aber du spielst auch viel damit, finde ich. Ja, ja, natürlich. Ja. Ich weiß natürlich, wie die Leute mich sehen und was die unbedingt, die wollen ja eh immer nur diese negativen Sachen und alles so schlecht aussehen. Das berichtet ja keiner irgendwie was Positives, was ich mache. Und deswegen habe ich mir auch beschlossen, dass ich jetzt auch nicht irgendwie die soziale Schiene fahre, sondern lieber mit dem Album meinen Fans was gebe, worauf die Bock haben und gar nicht da jetzt irgendwie versuche, da irgendwas zu machen. Also nicht sozialer Marokkaner. Da sind alles viel Heuchlerei. Ja. Viel Heuchlerei und das sind alles... Ich hasse das so extrem. Na, gib mir bitte einmal die Faust drauf, wenn man sich verstellt. Ey, 100%. Weil so die Außenwahrnehmung ist so und plötzlich musst du dich verstellen. Nein, Mann. Nein. Gib den Leuten das, was du bist. Ich bin, was ich bin und ich habe vor 13 Jahren diese kranken Sachen gesagt, die ich jetzt heute hier sage und das wird sich nichts ändern. Weißt du, ich meine, auch wenn man mich in eine Schiene unbedingt drängen will und das und hier, das geht mir am Arsch vorbei. Auch die ganzen Leute, ich muss das auch zu euch sagen, Leute, auch die meine Kunst, oh, wir sind falsch gefahren, die meine Kunst so in Frage stellen und sagen, das ist feindlich gegen das, das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Das ist Kunstfreiheit und ich mache von dieser Kunstfreiheit Gebrauch. Mhm. Versteht ihr? Das ist eine Kunstform und alle Leute, die sagen, ah, Rap ist so, ah, das ist dagegen, das ist dagegen, das ist altmodisch, Rap ist das. Ja, das stimmt, das ist altmodisch, dass Rap irgendwie frauenfeindlich ist, das stimmt. Oder also so macho, so übermacho. Yeah. Aber noch altmodischer ist es, im heutigen Zeitalter 2021 zu sagen, oh, Rap ist böse, Rap ist das, Rap ist hier, Rap macht das, Rap ist hier, Rap gibt es in Deutschland 20 oder 21 Jahre. Und wir sogar noch länger. Mhm. Noch länger, was rede ich da? Gut, ja, also 30 Jahre. Ja. 30 Jahre. Und ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der gesagt hat, boah, ich habe Kurt Savas Lutsch meinen Schwanz gehört und ich bin jetzt, was weiß ich, ein Vergewaltiger oder was auch immer geworden, sondern überhaupt gar nicht. Nur die Leute, die The Popfeld, die wollen uns das immer dichten, als wenn wir, oder ihr auch, als wenn wir alle so eine geistesgestörte Blase haben und wir euch mitnehmen auf eine Reise und eure Gehirn manipulieren, was gar nicht der Fall ist. Leute, es sind viele Akademiker und aus allen Gesellschaften, aus allen Teilen der Gesellschaft hören Leute Rap. Verstehst du? Nur natürlich, man will uns den Ball zuschieben, weil wir die Sachen sagen. Weil wir halt unsere Texte oder diese Kunstform halt davon lebt, dass die provokant ist oder was auch immer. Aber an sich, das geht mir am Arsch vorbei und für mich ist das nicht wichtig, dass ich irgendwie ein Statement, sondern dass die Hörer, die Rap-Hörer und egal von wem du Fan bist, ob du von mir oder gegen mich oder von meinem Feind oder gegen meinen Feind oder von wem auch immer, ihr dürft euch nicht als dumm darstellen lassen. Weißt du, was ich meine? Ihr als Rap-Hörer müsst zeigen, ich höre Rap und ich habe eine Ausbildung, ich arbeite, ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich höre diesen Rap. Und ich bin deswegen nicht irgendwie psychisch bescheuert oder sonst irgendwas. Wo sind wir hier gerade unterwegs? Wir haben uns nur verfahren. Wir sind gleich wieder da. Nein, ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe letztens zwei Medienanfragen bekommen. Mhm. Einmal von öffentlich-rechtlichen, einmal von einem Privatsender. Da wollten die, dass ich halt über Hip-Hop rede und mich halt positioniere. Ob ich das okay finde, dies, das und das. Ach, ey, die sollen die Leute soll mich jetzt da hinsetzen und gegen Rap reden? Gegen das, was wir die ganze Zeit machen? Diese beschissenen Dokus, die interessieren auch keinen Schwanz. Es interessiert keinen Schwanz, was irgendein Schwanz über Hip-Hop sagt, der keine Ahnung hat von Hip-Hop. Es juckt keinen Schwanz, was da irgendeiner sagt, der keine Ahnung hat davon. Die Leute denken, das ist jetzt so, es interessiert keinen Menschen, kein Künstler interessiert sich das. Nur ein paar Major-Labels, ein paar Trottel da, die gehen da die Texte durch und tun jetzt so oft politisch korrekt. Ja, wir sind das. Seit einem Monat ungefähr. Ne, das war auch schon vorher, okay. Das war auch damals beim Echo, war das auch so, ne, da war das
vielleicht sogar noch berechtigt. Ne? Das will ich gar nicht da in Frage stellen. Haben die dann eure Texte genommen und gesagt, ey, der Satz geht nicht oder besser nicht? Nee, bei uns nicht, aber es wurden generell Rap-Texte gehört und hinterfragt check, irgendwas. Und hier, ey Leute, stellt euch nicht so an, es ist eine Kunstform und nimmt sie einfach so, wie sie ist. Natürlich gibt es Grenzen, die müssen den Künstlern auch bewusst sein. Aber tut nicht so, als wenn diese Musik hier irgendeine Jugend oder irgendjemanden animiert, irgendwie eine andere, was anderes zu machen. Ja, eine Gesinnung zu bekommen oder sonst genau, was. Weil wir haben unsere Fans auf unseren Konzerten, die kommen aus jeden Teilen, aus allen Religionen, allen Nationalitäten, aller Gesellschaften und die sind auch willkommen. Safe, 100%. Wir sind hier gerade vor einem Eisstadion, wie heißt eure Düsseldorfer Mannschaft? DG. DG, okay. Alles klar, mehr haben wir dazu nicht zu sagen. Okay, wir sind jetzt gleich am Basketballplatz. Perfekt, dann lass uns nochmal hier die Feature-Partner abarbeiten. CEO hatten wir, Kollege hatten wir, KP hatten wir, unser guter Freund Flair auf jeden Fall. Wie kam es zu dem Song und was ist das für einer geworden? Ja, wir haben einen sehr, sehr guten Song gemacht. Der hat einen sehr, sehr geilen Vibe, der klingt sehr gut. Und ich hatte den Song gemacht. Ich habe beim Album darauf geachtet, dass ich die Features danach auswähle, wie der Song ist. Also ich habe mein Album gemacht und wenn du drauf gepasst hast, dann warst du drauf. Wenn du jetzt, okay, ja. Wir haben jetzt nichts. Nicht so Zwangsfeatures, ey, der muss genau, drauf. Genau, der muss drauf, sodass wir sagen, ey, okay, wir haben den Künstler, wir müssen jetzt einen Song machen. Nein, wir haben das Album gemacht und wenn der Künstler drauf passt, dann passt er drauf. Ja. Ansonsten ist er nicht dabei. Und das mit Flair, das habe ich dann geschrieben und dann haben wir den gemacht. Ja. Der war auch direkt Befehl, cool. Also Leute, falls ihr das seht, Farid Bang ist der Ghostwriter von Flair. Jetzt wisst ihr das. Wisst ihr Bescheid, meine lieben Freunde. Also eröffnet die nächste Debatte. Ja, Flair, falls du das siehst, weißt du Bescheid. Jetzt hast du auf jeden Fall hier. Okay, dann können wir gleich parken, aber wir gucken mal hier. Nee, hier nicht. Ah, okay, hier geht. Weiter? Das nächste Feature Haftbefehl, Adel Tawil. Da wart ihr in Mailand, wie wir vorhin schon besprochen haben. Erstmal, man merkt in letzter Zeit, dass du sehr, sehr gut mit Haftbefehl, Capo und seit Jahren wird eine Freundschaft gepflegt. Wie kam es damals dazu und wie hat sich das heute entwickelt? Das also alles, wir waren immer Freunde, ne? Wir sind die eigentlich die meine realsten Freunde sind Capo und Haft. Ne? Wir waren immer Freunde und damals sind halt ein paar Sachen, sag ich mal, schief gelaufen. Die sind aber nicht Er hat auch in Düsseldorf gelebt eine Zeit lang, ne? Ja, genau. Und der Streit ist auch nicht entstanden, weil ich ihm was Schlechtes oder er mir was Schlechtes wollte, sondern da waren einfach drumherum so viele Leute, die haben so viel Feuer gemacht, dass das irgendwie, wir waren auch jung, ne? Wir zwei 20-jährige Ego, dass das dann so ein bisschen schief gelaufen ist. Aber im Großen und Ganzen hat er mir nie was Schlechtes getan und ich ihm auch nicht. Okay, stabil. Jetzt so, komm, steigen wir mal aus. Wechsel kurz mal den Akku hinten. Lang nicht mehr gespielt. Komm, wir haben noch ein paar Features. Erstmal wo? Wo der Ball auftitscht, da musst du werfen. Ach, wo der auftitscht, nicht wo ich fange. Ja. Hier vorne, wir spielen eine Runde. Genau. So, jetzt von da. Hopp. Von hier jetzt? Ja. Okay. Wir spielen jetzt 21, meine Freunde. Da, wo Farid schon einige seiner Kollegen abgezogen hat. So schaut's aus. Ist zwei Punkte jetzt von dir oder einer? Einer. Das, wenn ich den treffe, ist er zwei. Scheiße. Zwei. Ich gebe ihnen erstmal ein bisschen Vorsprung. Wir haben die Kinder verscheucht, die Armen. Sorry, wir sind gleich fertig. Wir sind gleich fertig. Die armen Kiddies. Ja, scheiße. In welcher Stadtteil sind wir gerade? Boah, Alter, du hast mich rasiert. Danke dir. 5 Minuten, bitte. Nein! Wenn ich den nicht treffe, dann wird's peinlich. Alter, ich treffe den nicht. 5 oder 6 Leute, ich hatte seit 5 Jahren kein Basketball mehr in der Hand. Wisst ihr Bescheid? Ich hatte auch seit 5 Jahren kein Kleingeld mehr in der Hand. Machen wir hier eine schnelle Runde, wir haben keine Sendezeit mehr, ihr wisst Bescheid. Akku ist auch gleich leer, wir müssen Farid schnell gewinnen lassen.
Wer war eigentlich dein Lieblingsspieler in der NBA? Hakeem, The Dream Olajuwon. Oh, Houston Rockets. Airball. Dein Lieblingsteam? Houston Rockets. Oder lass mal dein Minus hin. Guck mal auf dem Genki Dama Album Cover. Ja. Yeah. Da trage ich eine Houston Rockets. Ah, okay, ja, hast recht. Achte mal drauf. Ey, schon wieder nicht. Der Kopf ist. Ey, ich. Der Ball titscht so raus aus dem Korb, das ist das Problem. Siehst du? Schon wenn der nicht reingeht, dann bin ich der größte Loser, den es gibt in Deutschland. Der war ja ganz knapp hier noch reingegangen, ne? Wie steht's jetzt? Kiste, ne? 8-1 oder so. Jetzt mach ich mal ein bisschen so den Shaquille O'Neal. Wer war noch als Feature mit drauf auf deinem Album? Elif. Elif, Azad, Summer Jam. Wie kam es zu dem Feature mit Elif? Wie kam es zum Elif-Feature? Über Judy. Okay. Wir wollten einen Song, wir wollten eine Sängerin und, oder was heißt eine Sängerin? Wir wollten jemanden, der singt. Ja. Und dann wurde Elif von Kyrie vorgeschlagen. Ja. Und dann hat Judy das eingetütet. Aber hier wieder zurück darf ich gehen, ne? Ja, ist okay. Aus dem Winkel kann ich noch nicht treffen. Komm jetzt aber hier. Nach originalen Regeln. Alter, Scheiße. Und dann haben wir das so gemacht. Elif ist sehr, sehr korrektes Mädchen. Wir haben uns danach auch getroffen. Ja. Sehr, sehr super Sängerin auch, ne? Safe. Und ich würde sagen, von der Stimme, vom Gesang her, mindestens so gut wie ich. Ja. Kannst du mir vorstellen, eine. Alter, Jungs, Leute, kannst du mir vorstellen, eine Frau zu sein bei Banger Musik? Eigentlich wäre das mal überfällig. Das wäre überfällig, ne? Hast du mal eine im Auge gehabt? Nee, bei Banger Musik hatten wir nie eine Sängerin unter Vertrag. Ja. Also ich wäre jetzt auch irgendwie dagegen. Ja. Aber hat sich noch nicht ergeben. Hat sich nicht ergeben. Und man muss ja jetzt nicht auf jeden Trend springen. Ja. Sondern wenn es passt, dann passt. Ja. Wie steht's? 14-1 oder so? Ja, gut. Wie steht's? Ich glaube 16-0 oder so. Jetzt machen wir mal hier so einen Dreier. Komm, das reicht jetzt hier. Der war aber nicht schlecht geworfen. Du kannst aber ein bisschen werfen. Ein bisschen, aber ist echt lang her. Das letzte Mal damals, keine Ahnung. Telekom-Schule Hannover. Schöne Grüße. Upp. Danke. Das wird heute nichts mehr. Du siehst das also die ganze Zeit der. Er ist den 19 nur die Körbe oder verteilt. So. Ja, komm. Bringen wir das jetzt mal schnell zu Ende, oder? Bringen wir es zu Ende. Kannst ja keiner mehr angucken hier, die ganze Sache. Komm noch einen schönen Korb von mir. Und dann können wir uns auch verabschieden aus Düsseldorf. Ja, Mann. Der war nicht letzter Wurf jetzt. 20-3 oder so. Sowieso alles verzählt. Frage, was gibt's noch zu sagen zu deinem Album? Ah, genau, du hast einen. Das, komm mal, ja? Du hast gewonnen. Das war, gib mal nochmal. Das war genau das Zeichen, was man zu meinem Album sagen kann. Das und das hier. Mit ein bisschen Hilfe von Dorit wird das auf jeden Fall. Siehst du, geht doch. Okay. Du hast ein Brettspiel noch auf den Markt gebracht. Ja, warte kurz. Hier, Jungs. Schenke ich euch. Habt ihr einen Ball? Ciao, macht's gut. Viel Spaß und viel Erfolg. Danke. Sorry, dass wir euren Platz kurz genommen haben, aber. So. Doch, doch, doch. Heute schon. Heute schon. So, was hast du gesagt? Ja, ich du hast ein Brettspiel auf den Markt gebracht. Ja, ich will jetzt auch Brettspiel und mein nächstes Ziel ist es auch vielleicht, neue Fortbewegungsmittel zu erfinden. Ja, ja. Also, letztens hast du ziemlich stark gegen E-Autos gepoltert. Was wird's bei dir? Bei mir wird das so ein schwebender Wagen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Hoverboard. Hoverboard, aber den fährst du.
Yeah. Und dann in der Luft, so wie in den Filmen, wie man immer so gezeigt hat. So. Das ist mein Ziel in naher Zukunft. Und nee, das Brettspiel ist super, das ist mega. Ja. Das kannst du rausbringen auf dem Markt, dann wirst du Millionär. Ja, okay, stabil auf jeden Fall. Welche Rapper sind alle mit vertreten? So machen viele. Wir hier gleich noch die Abmoderation, lass ihn noch kurz warten. Okay, so viele Rapper, also wirklich unnormal viele. Also alles in der Box drin, wird das auch einzeln irgendwann geben oder nur in der Box? Ich denke nicht. Das wird es nur in der Box geben und wenn die ausverkauft ist, dann 2 Monate später sagen wir, jetzt ist das auch im Handel yeah. und so. Du kennst ja die Tricks. Ja, normal. Aber ja. bei so einem Spiel, wenn das so gut durchdacht ist, kann man sich das vielleicht so überlegen. Ich glaube, da werden deine Fans nicht mal sauer. Nee, die Fans, die sollen das erstmal spielen und wir yeah. gucken mal, aber es ist nur für die Box durchdacht, geplant und ja. Alles Weitere schauen wir mal. Okay, mein Kameramann oder Moderator auf jeden Fall, Jambo, bitte einmal die ganzen Schmucksachen jetzt zurückgeben. Wir können uns das leider nicht leisten, wenn wir die verlieren. Ah, schade. Das ist der Thanos-Ring, das ist die Einfamilienhausuhr. Ja, muss man ja hier echt aufpassen. Ja. Die Diebstähle. Ja. Und auch aus versicherungstechnischen Gründen, die haben wir nicht zu lange bei dir behalten. Wer okay. weiß. Da hinten waren schon 2, 3 komische Gestalten. So. Nicht, dass der okay, Überfall gestartet wird. Alles klar, Farid. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Interview. Gerne. Und ich komme noch mal kurz in euer Büro und schaue mir die Spiele an. Okay. So, ich wollte noch Fan fragen mit Tabak. Wir gucken mal. Okay. Mach's gut, meine lieben Freunde.